Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sollte eigentlich ein anderes Video online kommen und zwar das Unboxing der Doxbox Halloween Edition. Aber leider muss irgendwie was im Bestellvorgang falsch gelaufen sein oder schief gegangen sein. Ich habe mich schon gewundert, wo die Box bleibt, habe dann gestern bei PayPal geschaut, ob denn eine Zahlung abgegangen ist. Und da habe ich gesehen, dass überhaupt gar keine Zahlung abgegangen ist. Und das bedeutet natürlich, dass irgendwie die Bestellung nicht durchgegangen ist. Es tut mir wirklich leid, ich hätte sehr gerne dieses Video für euch gedreht. Ich hoffe einfach, dass es dann bei der nächsten Doxbox wieder klappt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem ein Video für euch. Und zwar einen DM-Haul. Mein Mann und ich waren eben im DM einkaufen und es wurde ziemlich teuer. Also 100 Euro haben wir ausgegeben. Aber seid mal ehrlich, bei DM gibt man so schnell so viel Geld aus, ne? Wir haben aber auch wirklich sehr viel nachgekauft, was den Haushalt betrifft. Was genau ich alles gekauft habe, seht ihr dann jetzt im Video. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Aufgrund einer Empfehlung einer lieben Zuschauerin habe ich mir bei DM diese Biotin-Tabletten mitgenommen für Haut, Haare und Nägel von der DM-Eigenmarke Das Gesunde Plus. Die habe ich mir aus folgenden Gründen mitgenommen. Zum einen möchte ich endlich lange, schöne, gesunde Haare. Dafür muss ich natürlich was in meiner Haarroutine ändern. Das heißt natürlich auch die Haare nicht mehr mit Hitze belasten und sonstiges, ne? Aber dazu gibt es nochmal gesondert ein Video von mir. Und zum anderen habe ich meine Pille abgesetzt und ich habe sehr starke Akne als Teenie gehabt. Deshalb habe ich auch eigentlich mit der Pille angefangen. Ja, und einfach um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, habe ich mir diese Tabletten mitgenommen. Einmal für den Haarwachstum und einmal für meine Haut. Und außerdem habe ich auch brüchige, rissige Nägel. Wie gesagt, das ist ja für Haut, Haare und Nägel. Ich hoffe einfach, dass die Tabletten mir so ein bisschen helfen und mich unterstützen. Falls ihr damit schon Erfahrung habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich liebe es mir wirklich, Erfahrungen durchzulesen oder auch immer, wenn ihr Tipps für mich habt. Ich freue mich da sehr drüber. Von Swiffer habe ich mir diese feuchten Bodenwischtücher mitgenommen. Ich finde die wirklich klasse, aber nicht für die ganze Wohnung zu putzen, sondern wirklich, wenn es mal schnell gehen muss. Das heißt, wenn in der Küche irgendwas runtergefallen ist oder irgendwie die Küche ein bisschen schmutzig ist, wenn man kocht, fällt ja öfter mal was runter. Dafür finde ich sie wirklich ideal geeignet, aber jetzt nicht, um die ganze Wohnung zu putzen. Und noch was, die sind nicht giftig für Haustiere, weil das ja immer mal wieder irgendwie gesagt wird. Ich habe mich da im Internet informiert. Also die könnt ihr wirklich bedenkenlos anwenden. Was zu knabbern darf natürlich auch nicht fehlen und ich bin ehrlich, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Mittlerweile stehen ja sowieso überall die Weihnachtssachen. Also es ist sehr schwer daran vorbeizukommen, ohne sich was mitzunehmen. Zum einen habe ich hier diese Knusperpralinen mitgenommen und ich finde die Sachen von DM, also diese Süßigkeiten, die schmecken wirklich immer richtig gut. Bio-Knusperpralinen mit Bitterschokolade, Cornflakes und Mandeln. Die habe ich für mich mitgenommen. Und für meinen Mann habe ich die edlen Marzipankugeln mit Kakao mitgenommen. Er liebt wirklich Marzipankugeln. Da dachte ich mir, komm, nimm es ihm doch einfach mit. Er wird sich auf jeden Fall freuen. Der Haul wird diesmal wirklich ziemlich haushaltslastig, denn ich musste so viele Produkte nachkaufen. Unter anderem auch meine Spülmaschinentabs. Da kaufe ich sehr gerne die von Finish. Die Quantum-Tabs, da ist alles schon drin. Klarspüler, Salz und sonstiges. Man muss wirklich nichts mehr in die Maschine tun, außer diesen Tab. Und ich bin sehr begeistert. Mein Geschirr ist immer sauber und strahlt. Es sind keine Flecken drauf, gar nichts. Also die kann ich wirklich zu 100% empfehlen. Und die benutze ich jetzt schon 2 Jahre. Also seit wir hier wohnen, sind die echt immer im Gebrauch. Und wie gesagt, ich bin total begeistert. Ganz langweilig habe ich mir einfach normale Putzschwämme mitgenommen. Die benutze ich wirklich für alles. Fürs Bad, für die Küche und sonstiges. Hier steht jetzt zwar drauf Topfreiniger, aber ich benutze diese Schwämme wirklich für überall. Und es funktioniert sehr gut. Da nehme ich auch immer die günstigen von Profissimo, die langen wirklich total aus. Dann habe ich mir noch andere Schwämme mitgenommen von Vileda, Glitzy Pure Active, reinigungsstark ohne Verkratzen. Also die versprechen quasi, keine Oberflächen zu zerkratzen, besonders gut für beschichtete Pfannen und Töpfe. Möchte ich unbedingt mal ausprobieren, denn ich finde, es ist schon immer schwierig, die Töpfe so richtig sauber zu machen, ohne zu zerkratzen. Und vielleicht ist das ja die Lösung. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich bei DM bin, nehme ich mir immer diese Soft- und Sicher-Tempo-Boxen mit. Finde ich sehr praktisch, ist viel drin. Also ich mag die wirklich gerne. Diese ganz normalen Tempo-Taschentücher sind ja wirklich so für unterwegs. Und für zu Hause stelle ich total gerne diese Boxen hin. Mein Glasreiniger ist leider leer geworden. Da benutze ich total gerne diesen hier von You. Der ist auch 100% pflanzlich. Ich bin so begeistert, wirklich. Ich habe noch nie einen Glasreiniger so toll gefunden. Von der Wirkung her, vom Duft her, von der Reinigung. Also wirklich ein super Produkt. Eigentlich hätte man Nachfüller dafür kaufen können, aber leider konnte ich den bei DM jetzt nicht finden. Deshalb habe ich mir nochmal eine komplett neue Flasche mitgenommen. Also eigentlich kann man dieses Produkt auffüllen,
Einfach leere Flasche bis knapp oberhalb des Etiketts mit Wasser füllen, Nachfüller auf die Flasche schrauben, einmal schütteln und ja, dann ist dieses Produkt wieder einsatzbereit. Ich hätte liebend gerne den Nachfüller gekauft, aber naja, was soll's, dann habe ich jetzt halt nochmal eine neue Flasche mitgenommen. Ich habe meinen Lieblingsreiniger fürs Bad wieder mitgenommen und zwar Silit Bang Kraftreiniger Kalk und Schmutz gegen Rost, Kalk und Seifenrest. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von diesem Produkt. Die Reinigungskraft ist wirklich 1A. Der bekommt alles weg. Danach glänzen die Fliesen wieder ganz toll. Nur was mich ehrlich gesagt stört, ist der Geruch, denn der ist wirklich schon sehr beißend. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn Reiniger irgendwie so aggressiv sind, wisst ihr? Also ich mag lieber diese pflanzlichen, die ganz neutral riechen oder nur einen minimalen Duft haben. Falls ihr einen guten Tipp für mich habt, was Bartreiniger angeht, der muss aber auch wirklich funktionieren, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also ich wäre froh, wenn ich diesen Reiniger hätte, aber nicht mit diesem aggressiven Geruch, ne? Übrigens sind hier 880 Milliliter drin, also das ist wirklich eine XXL-Packung, riesig. Vom Polyboy habe ich mir so ein Silberputztuch mitgenommen. Hier steht auch drauf, übrigens auch für Gold, also super. Und dieses Tuch benötige ich für Folgendes. An meinen Schmuck kommen solche Logo-Anhänger von mir dran. Die sind versilbert und die poliere ich dann halt immer ein bisschen vor und gehe dann mit so einem Silberputztuch drüber, dass die auch richtig schön glänzen. Dafür habe ich mir dieses Silberputztuch mitgenommen. Ich bin echt mal gespannt, ob es gut ist. Also aktuell habe ich eins von Tiffany, aber das sieht mittlerweile schon sehr mitgenommen aus, denn das ist schon total schwarz geworden. Da hoffe ich mal, dass das auch gut ist. An diesem Produkt konnte ich nicht vorbeigehen und ich glaube auch, dass es neu bei DM ist. Das ist eine Gesichtsmaske. Schaut mal, hier hinten sind solche Gurkenscheiben drauf. Die gibt es in drei verschiedenen Ausführungen und mich hat dieses Produkt, also mich hat diese Verpackung hier so angesprochen, dass ich es einfach mitnehmen musste. Die Gesichtsmaske mit Vitamin C spendet intensive Feuchtigkeit. Scheiben auf gereinigtes und trockenes Gesicht auflegen. Produkt 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und so weiter. Ich hoffe wirklich, dass die Maske was kann, denn die kostet fast 4 Euro, ist sehr viel Geld. Also da bin ich echt mal gespannt. Wenn die nichts wäre, würde ich sie auf keinen Fall mehr nachkaufen. Denn 4 Euro für ein Produkt, wo nicht funktioniert, finde ich sehr viel Geld. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und euch dann wahrscheinlich in meinem Vlog davon berichten. Falls ihr meine Wohnungstour gesehen habt, dann wisst ihr, dass unser Bad weiß gefliest ist und die Fugen sind auch weiß. Was sich allerdings wirklich als Fehler herausgestellt hat, denn ich würde nie wieder die Fugen weiß machen. Die verfärben sich leider. Aktuell sind die Fugen ziemlich gelb geworden. Das möchte ich natürlich irgendwie wegbekommen. Ich habe schon so viel probiert, Reinigungsmittel und sonst was. Es hat leider nichts funktioniert. Also falls ihr den ultimativen Tipp habt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich habe mir jetzt von Dr. Beckmann diesen Fugenreinigerstift mitgenommen. Ich bin wirklich gespannt, ob er was kann, ob er was taugt. Ist auch ziemlich teuer. Kostet, glaube ich, 4,95 Euro. Ich hoffe wirklich sehr, ja, dass er was bringt. Ansonsten ist es leider rausgeschmissenes Geld. Gegen Schmutz durch Seife, Kosmetika und Fett für alle schmalen und breiten Fugen, auswaschbare und wendebare Spitze. Von der Marke Frosch habe ich mir diesen Bio-Reiniger hier mitgenommen. Der ist lebensmittelsicher, ist geeignet für die Mikrowelle, Kühlschrank, Arbeitsplatte, Schneidebrett und für die Küchenschränke. Also wirklich super gut für die Küche. Ich möchte unbedingt unseren Kühlschrank mal wieder komplett sauber machen und dafür habe ich mir diesen Reiniger hier mal mitgenommen. An diesem Produkt konnte ich nicht vorbeigehen und zwar ist es eine Zahnpasta. Super White Zahnpasta, Spearmint-Geschmack mit Kieselsäure, 100% vegan, von der Marke Happy Brush. Dieses Produkt war ja zu sehen in die Höhle der Löwen, aber leider habe ich diese Sendung verpasst und weiß nicht genau, um was es geht. Auf jeden Fall hat diese Zahnpasta wirklich super Inhaltsstoffe, zum Beispiel kein Palmöl, ohne Triclosan, vegan und so weiter. Ich möchte die unbedingt mal ausprobieren und mal schauen, wie dieses Produkt so ist. Finish hat ein neues Produkt rausgebracht und zwar sogenannte Maschinenpfleger-Tabs. Beseitigt Fett und Ablagerung ohne extra Spülgang einmal im Monat anwenden. Das heißt, wenn ihr die Spülmaschine eingeräumt habt, legt ihr diesen Tab unten auf den Boden mit Geschirr drinne, einfach anschalten und wie gesagt, diese Tabs säubern dann euch die Spülmaschine einmal im Monat anwenden. Und ansonsten kann ich noch total diesen Maschinenpfleger empfehlen, finde ich auch sehr, sehr gut. Den soll man übrigens nur alle 3 Monate anwenden, habe ich heute gesehen. Von Finish gab es so ein kleines Heft, das habe ich mal mitgenommen, weil ich diese Produkte sehr gerne verwende. Und hier steht drauf, der Maschinentiefenreiniger sollte nur alle 3 Monate angewendet haben. Den habe ich meistens einmal im Monat benutzt, aber dann werde ich jetzt einfach mal diese Tabs hier ausprobieren. Von Profissimo habe ich mir diese Edelstahl-Topfreiniger mitgenommen. Da sind 3 Stück drin und die lagen bei mir meistens so
2-3 Monate ungefähr. Damit tue ich persönlich gerne die Spülmaschine, unser Spülbecken reinigen. Ich finde, es funktioniert wirklich sehr gut. Also für Töpfe oder Pfannen benutze ich es schon manchmal, aber meistens wirklich für unser Spülbecken. Ich habe es nicht geschafft, an diesem Produkt vorbeizulaufen. Und zwar ist das eine Seife mit Glitzer. Also erstens ist sie rosa, ne? Und sie glitzert, die Seife. Milde Seife, Fairy Dust mit magischem Schimmer und süßem Erdbeerduft. Also wer daran vorbeigehen kann, Respekt, aber ich muss das auf jeden Fall kaufen. Also das ist nur schon die Verpackung, wo einen so anspricht, ne? Ich hoffe natürlich, dass die Seife ihren Job tut, ne? Und nicht nur schön aussieht. Jetzt habe ich wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung für euch. Und zwar diesen Bio-WC-Reiniger von der Marke EcoCover. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt und seit ich diesen WC-Reiniger entdeckt habe, putze ich wirklich gerne die Toilette. Also das ist schon witzig. Ich habe so viel ausprobiert, wirklich von günstig bis teuer und ich war nie zufrieden. Nie. Von diesem Reiniger habe ich jetzt schon eine komplette Flasche leer gemacht. Die Haltbarkeit war wirklich super, also man kommt sehr lange damit aus. Und dieser WC-Reiniger stinkt überhaupt nicht. Der riecht sogar gut. Den Reiniger lässt man einfach 10 Minuten einwirken und ich mache es dann halt so, dass ich dann einen Schwamm nehme und die Toilette putze. Und danach glänzt sie so toll und ist wirklich tagelang sauber und dieser Glanz, der bleibt irgendwie. Also wie gesagt, eine ganz, ganz große Empfehlung. Für unser Auto haben wir so einen Lufterfrischer mitgenommen. Ich mag es persönlich gerne, wenn es im Auto gut riecht. Und also da sind diese Produkte wirklich ein Muss für mich. Da haben wir von Vipres den Duft mitgenommen, rote Kirschblüte. Ich persönlich mag Vanille lieber, war aber leider ausverkauft. Das Thema Akne habe ich ja heute schon angesprochen und ich habe mir von Lufos Heilerde 2 Hautfein mitgenommen, Pulver zur äußerlichen Anwendung. Damit kann man sich ja selbst diese Masken anrühren und ich muss sagen, ich mag Heilerde wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe da meistens immer diese abgepackten Masken gekauft, wo natürlich viel, viel teurer sind als dieses Produkt. Da kauft man sich einfach einmal so ein Päckchen hier und hat wirklich sehr lange daran, kann sich auch die Menge einfach selbst anpassen und anrühren. Wenn ich mir diese Masken aufs Gesicht auftrage, sind die Entzündungen wirklich am nächsten Tag fast weg, sage ich mal. Aber das trocknet die Haut schon so ein bisschen aus. Also ich würde es jetzt nicht zu oft anwenden. Aber einfach als Vorbeugung habe ich es mir mitgenommen, falls ich wirklich ja, ausbrechen sollte und wieder Akne bekommen sollte. Denn dafür ist es auch sehr gut geeignet. Nach langer Zeit habe ich mir endlich mal wieder einen gescheiten Rasierer mitgenommen. Von Gillette Venus, den Spa Priest. Den hatte ich auch früher schon. Zwischenzeitlich hatte ich immer diese Einmalrasierer. Oder doch, Einmalrasierer heißen die, glaube ich. Von Gillette. Oder ich weiß gar nicht genau welche Marke, die fand ich auch immer gut, aber die letzte Verpackung war absolut Schrott. Da waren eigentlich alle Rasierer stumpf und man hat halt 3 Stück drin. Ja, deshalb kam das nicht mehr für mich in Frage und da habe ich mir jetzt einfach wieder so einen Rasierer hier mitgenommen. Es ist wirklich mal an der Zeit, die Waschmaschine komplett sauber zu machen mit so einem Reiniger hier. Mache ich jetzt auch das allererste Mal. Ich habe den von Dr. Beckmann mitgenommen, Waschmaschinenpflegereiniger und da steht halt drauf, wie der anzuwenden ist. Man muss oben diese Schublade rausmachen, wo eben das Waschmittel rauskommt. Das muss man dann erstmal sauber machen und das einweichen lassen in dem Reiniger und Wasser. Und der Rest kommt dann irgendwie in die Waschmaschine rein, muss dann bei so und so viel Grad durchlaufen. Ich finde, unsere Maschine riecht so ein bisschen muffig, obwohl ich sie immer sauber mache. Ich reibe auch die Gummis immer ab und so weiter. Aber ich denke, nach so einer Reinigung wird wahrscheinlich alles wieder in Ordnung sein. Von Denk mit habe ich endlich mal wieder meine geliebten Hygiene-Reinigungstücher mitgenommen. Die habe ich ja wirklich das ganze Jahr über gekauft, hatte die jetzt 2 oder 3 Monate, glaube ich, nicht mehr zu Hause und es hat wirklich was gefehlt. Man hat richtig gemerkt, dass man auf dieses Produkt nicht mehr verzichten kann. Zumindest ich. Also ich finde diese Hygienetücher sehr, sehr gut. Kann ich euch auch nur empfehlen. Von Vanel habe ich mir wieder meine Lieblingsweichspüler mitgenommen. Da habe ich allerdings gleich 3 verschiedene Sorten mitgenommen, denn ich kann mich vom Geruch her überhaupt nicht entscheiden. Zum einen habe ich diesen hier mitgenommen, das ist die Duftrichtung Passion. Dann diesen hier, das ist die Duftrichtung Romance. Und zu guter Letzt diesen hier, das ist die Duftrichtung Glamour. Also die Düfte, die sind wirklich so toll. Hier steht auch nochmal drauf, edle französische Parfüms und ich finde schon... Ja, die sind richtig Hammer. Ich finde schon, dass alle 3 Weichspülersorten sehr, sehr gut riechen, auch sehr langanhaltend sind vom Duft. Wenn man damit die Wäsche wascht, dann riecht die Wäsche auch noch nach 4 Wochen danach. Also ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Da ich eine Mischhaut habe, nehme ich mir immer gerne von Essence diese Oil Control Paper mit. Die kennt ihr auch alle. Das sind solche Plättchen hier, die drückt man sich quasi auf die Haut. Und diese Plättchen oder ja, diese Oil Control Paper nehmen eben das überschüssige Fett der Haut weg, ohne das Make-up kaputt zu machen. Finde ich persönlich super gut. Jetzt geht die Packung hier nicht zu. So.
Finde ich sehr, sehr gut, benutze ich auch schon unendlich lange und kaufe ich immer wieder. Was auch nicht fehlen darf, ist mein geliebtes Nivea Fresh Natural Deo. Habe ich euch auch schon 3 Trillionen Mal in meinen Videos gezeigt. Aber es ist wirklich so ein All-Time-Favorite von mir. Ich finde, es ist wirklich das beste Deo, was ich persönlich für mich entdeckt habe. Daher kaufe ich es mir immer wieder sehr gerne. Hätte ich fast vergessen, da die Verpackung so klein ist, von Invisibubble habe ich mir noch diese Mini-Mini-Nano Haargummis geholt. Denn ich flechte mir in der Nacht immer 2 Zöpfe und da habe ich leider keine guten Haargummis zu Hause gehabt. Und diese normalen Invisibubble sind leider zu groß. Deshalb dachte ich mir, probiere ich einfach mal diese kleinen hier aus. Das war's jetzt mit DM. Ich möchte euch noch ganz kurz ein Produkt von Lidl zeigen. Besser gesagt, habe ich es mir 2 Mal gekauft. Und zwar mein geliebtes Waschgel. Mildes Waschgel, sanft reinigend für eine klare, frische Haut. Ich bekomme keine neuen Pickel oder ausgetrocknete Haut oder sonst was. Es ist wirklich einfach mildes Waschgel. Es nimmt die fettigen Rückstände weg von der Haut und man fühlt sich danach frisch. Die Haut ist weich, trocknet nicht aus. Und das ist wirklich so eins meiner Lieblingsprodukte. Obwohl es so günstig ist, ne, ist es so gut. Also es funktioniert für mich sehr gut. Ich habe auch schon sehr, sehr viel ausprobiert und bleibe immer wieder bei diesem Produkt hier hängen. Das war mein DM-Einkauf, ihr Lieben. Ich weiß wirklich, sehr, sehr haushaltslastig, aber es waren wirklich so viele Produkte leer, dass ich sie natürlich alle nachkaufen musste und ich dachte mir, ich zeige sie euch trotzdem. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir doch gerne euer Feedback da. Habt ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst. Ciao!